Im Büro. Safety first, Herr Gruber. Anschnallen. Safety first, immer anschnallen. Anschnallen, nicht vergessen. So, endlich hat man mal Ruhe im Büro hier. Ja. So, wenn man kein Büro hat, muss man halt im Auto die Gespräche führen, die wichtige. Die wichtigen Gespräche. Jetzt muss es bei dem Wetter regnen. Ja, das gehört dazu. So, herzlich willkommen zu unserem Vlog. Servus. Dem Platz geschuldet führen wir Gespräche meist vor der Tür oder im Auto, weil man drin schlecht unter vier Augen sprechen kann. Wir haben keine Privatsphäre und echte Männer klären das sowieso vor der Tür. Das stimmt. Willkommen zum Vlog zum Thema, der Laden ist zu klein und wir ziehen um. So ist es. Wir haben schon unseren Platz gefunden, waren lang am Suchen. Sehr lange. Eigentlich haben wir nie aufgehört zu suchen. Schon seit dem ersten Laden hatte ich auch weiterhin den Markt beobachtet, nachdem klar war, dass unser Laden hier, der erste Laden am Benzinoring, zu klein ist. Und der zweite Laden, den wir dann gefunden haben, der war eigentlich auch schon von Anfang an nicht das Richtige, was wir wollten. Der war eigentlich von Anfang an schon zu klein. Aber man kann halt nur das anmieten, was verfügbar ist und was bezahlbar ist. Ne? Zudem man sagen muss, für alle, die den Laden noch nicht gesehen haben, das ist ein kleiner, süßer, toller Laden, muss ich immer wieder sagen. Wo wir jetzt sind? Ja. Es gibt ein paar Läden, die sind kleiner. Also, definitiv. Also für unser Konzept ist er auch zu klein. Also ich denke mal, es ist für einen Spieleladen ist er wahrscheinlich sogar überdurchschnittlich groß, weil die Spielfläche, die wir haben, das haben viele Läden gar nicht. Und deshalb ist das für uns so ein bisschen Jammern auf hohem Niveau. Hallo Daniel. Hallo Danny. Warum ist unser Laden zu klein? Warum unser Laden zu klein ist? Schau dich um, viel zu viel Ware. Zu wenig Platz, keine Spielfläche mehr. Wir brauchen was Größeres. Okay, also zu wenig Spielfläche, zu viel Ware. Und zu viel einfach Ware ist eigentlich nichts Schlechtes, tatsächlich. Aber zu viel Ware für diesen Laden. Und darum müssen wir umziehen? Auf jeden Fall. Okay, wie beeinflusst dich das, dass wir zu wenig Platz haben? Naja, mein Arbeitsplatz war kurzzeitig wegrationalisiert. Und dafür brauche ich ein größeres Büro. Okay. Dankeschön, das reicht mir schon. Bitte. Aber wir sind hier in Kaiserslautern, jetzt nicht in der Großstadt, und deshalb haben wir, was Platz angeht, denke ich, auch andere Möglichkeiten. Also ist jetzt nicht vergleichbar mit Berlin, München, Hamburg. Dort sind ja die Preise in der Stadtmitte ganz anders als bei uns, und deshalb sind wir, glaube ich, was Mieten und Platz angeht, ein bisschen verwöhnt. Und am Anfang, also ich bin ja jetzt erst seit letztes Jahr irgendwann August so richtiges Teil vom Team, voll nur Kunde. Aber am Anfang war das durchaus schon genug, oder? Ja, ja. Also wenn ich mich erinnere, wie noch alles voll mit Tischen stand zum Spielen. Und klar. Aber was war dann so im Endeffekt das, mit was fing es an, dass es zu viel wurde? Weil mir das Sortiment vergrößert wurde. Ja, gut, durch Covid war das Problem, ne? Weil wir halt unser Versandlager ist gestiegen. Durch die ganzen Einzelkarten haben wir da mehr Platz gebraucht. Hallo Nils. Hallo. Nils, was würdest du sagen, was ist unser Problem? Warum ist der Laden so klein? Weil wir mittlerweile zu viel Einzelkarte haben und zu viel Ware wahrscheinlich. Und vor allem, ja, zu viel Ware für zu wenig Platz. Und wir haben ja gar keinen Platz mehr für Tische. Also Einzelkarte, muss ich Nils recht geben, sind wir hier ganz gut aufgestellt. Und wie beeinträchtigt dich das in deiner Arbeit, wenn der Laden so klein ist? Zum Beispiel, dass ich, wenn ich hier Karten einstelle und dann einsortieren muss, muss ich hier auf dem Boden rumkrabbeln, dann, weil mir alle einen Platz nutze. Das macht natürlich schon nicht so viel Spaß. Und teilweise sogar dann auch Kisten wegräumen, ne? Weil sie davor stehen. Und was würdest du dir wünschen für deinen neuen Arbeitsplatz? Genug Platz und Ruhe wahrscheinlich. Ruhe, Ruhe ist ganz wichtig, habe ich das Gefühl. Ja. Gut, dann bedanke ich mich schon. Gerne. Ciao, Nils. Ciao. Und
Unser Versandlager ist größer geworden und die Einzelkarten. Hallo Jessica. Hi. Warum ist unser Laden so klein? Kein Platz im Lager. Wir haben zu viel Ware. Mhm. Ja, und wir haben definitiv keinen Platz mehr für Spielbetrieb. Okay, und das ist jetzt dein Arbeitsplatz? Das ist mein Arbeitsplatz für Card-Market-Bestellungen. Und wiefern, wiefern behindert dich das, dass wir so wenig Platz haben? Ja, siehst du ja hier, ne? Ich kann hier nicht viel verpacken. Okay. Weil ich muss auch Kartons, wenn teure Karten. Oh. Ja, da, super. Ja, da ist das Problem, ne? Na, wenn ich mal gehen soll. Kartons verpacken, teure Karten. Okay. Und man sieht, es ist schon echter Kampf, die Kartons unter dem Tisch rauszuholen, ja? Genau, und brauche ich halt auch Platz zum Scannen. Ja, Platzmangel halt. Das reicht mir schon. Zu klein. Alles klar, dann hoffen wir im neuen Laden, dass du größere Platz bekommst für deine Card-Market-Aktivitäten. Ja. Dankeschön, Jesse. Bitte. Und ja, und Versandlager. Okay. Und die Einzelkarten. Also Einzelkarten, das stimmt schon. Also da haben wir, kann ich euch mal ein paar Bilder einblenden jetzt. Da haben wir echt viel. Mhm. Da habe ich ein paar coole Bilder gemacht. Und die Jessie, wenn die da am Wühl ist. Und einfach Platz. Platz ist das Problem. Also Arbeitsplätze für die Leute, die den ganzen Card-Market-Bereich pflegen, versenden. Von wenn irgendein neues Magic-Set ansteht, da... Sammlungsankäufe, Zwischenlagern, Bull. Genau. Das ist Wahnsinn. Ich meine, wir hatten vor... 2 Jahren im November hatten wir noch im Laden eine Yu-Gi-Oh! Regionals. Da waren wir 76 Leute im Laden. Also, und das ist das, was ich meine. Es gibt wenig Läden, die einfach mal so 76 Spieler beherbergen können. Wir waren dann zwar auch restlos voll und es war auch für einige nicht gerade die angenehmste Erfahrung, weil es halt wirklich eng war. Aber es waren 76 Leute im Laden. Das war schon mega, ne? Und da kriegst du das jetzt halt im Moment überhaupt nicht abgebildet. Also, weil halt der Raum hinten, der ist jetzt vollgestellt mit Ware. Vorne im Verkaufsraum steht noch mehr Verkaufsregale. Und da ist an Spielfläche gar nicht zu denken. Plus, durch die Auflagen brauchen wir ja auch mehr Platz jetzt zwischen den Spieltischen, ne? Das ist ja auch nochmal ein Punkt, was im letzten Sommer wir gemerkt haben, dass selbst mit Auflagen wir auch einen größeren Platzbedarf haben, weil dann maximal 16 Leute im Laden spielen konnten. Also es ist so, dass, ich weiß gar nicht, wann ging dieser öffentliche Post raus bei Facebook und so, dass wir eine neue Höhle suchen? Also 2 Monate etwa. Ne? Ja, und da waren wir zwei eigentlich schon am Suche, da haben wir vorher schon, sind wir schon rumgekutscht und haben schon uns Läden angeschaut von außen und von innen. Aber war alles dann im Endeffekt doch gar nicht so einfach. Jetzt, oder? Wenn man sich überlegt, was man teilweise für Höhlen angeschaut haben. Also. Ja. Der Gag ist, es sind einige Sachen, einige Läden, die sind schon seit Jahren frei. Also die waren schon frei, als ich den Benzinoring damals gemietet habe. Aber da bewegen sich entweder die Vermieter nicht und sagen, nee, ich will meinen utopisch hohen Preis haben. Oder die werden einfach nicht renoviert. Oder beides. Also wir waren auch in einem drin. Boah. Das war so, also wäre da irgendwie ein Alien aus dem Eck gekommen oder irgendein Zombie, das hätte echt gepasst, weil das war echt gruselig. Definitiv. Mit Feucht und Wasser und Zugang zum Brunnen und Decken kein Licht und nix. Ja. Mit Handytaschenlampe, also das war echt so ein Horrorszenario. Das war echt wie im Film, also... Also da hätte man einen Horrorfilm drehen können. Am Umbrella Corp, also wirklich, ja, ne? Ohne irgendwie was dran zu verändern. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die auf gut Deutsch gesagt echt einen Arsch voll Geld dafür wollen und dir keinen Schritt irgendwie nur ansatzweise entgegenkommen würden. Also die Immobilie wird nie wieder verkauft. Also das ist hier L. Warner. Also wenn man überlegt, dass da teilweise so hoch der Boden aufgequollen war und du hast richtig in der Luft gemerkt, du bist teilweise wie gegen eine Wand gelaufen, wenn du gemerkt hast, du laufst in einem Bereich, wo viel Schimmel war und so, also das war schon... Also der erste Plan war ja quasi eine Straße weiter oder ja gegenüber was anzumieten, das war eine ehemalige Tanzschule. Dort im Obergeschoss über so einem Supermarkt war was frei, das hätte ganz gut gepasst, das waren auch coole Räume.
Und dort wäre sogar die Möglichkeit gewesen, im Keller noch Lagerfläche zu haben, wobei im Keller war es halt auch übelst verschimmelt. Ne? Also ja, wird gerne, also wurde halt nicht gepflegt, weil es nicht mehr genutzt wurde. Ja, aus Kostengründen die Heizung ausgemacht. Ne? Genau. Also viele Vermieter, habe ich so das Gefühl, verstehen nicht, dass wenn sie genau diesen Schritt machen, die ihre Immobilie eigentlich zerstören. Mhm. Und, aber ja, das war dann auch nicht unbedingt das Passende, ne? Mit, was also umgebaut werden musste und auch so oft mal geschoben und versucht hat, was zu planen. Es wäre einfach nicht passend gewesen. Nee, waren jetzt gelbe vom Mai. Plus dann halt die Toilettensituation war dort halt auch überhaupt nicht gut. Dort hätte man dann wahnsinnig investieren müssen in Toiletten. Auch wenn wir jetzt primär halt Einzelhandel sind, dadurch, dass wir dann so viele Spieler bei Events da haben, braucht man halt auch eine andere Toilettensituation. Also da reicht es halt nicht irgendwie ein Wasserklosett für Männlein, eins für Weiblein zu haben, sondern das richtet sich dann schon so ein bisschen an gastronomischen Anforderungen. Jetzt im Moment haben wir zwei Urinale bei den Männern, ein Wasserklosett bei den Männern. Ja, ihr seht richtig, ich sitze auf der Toilette, auch ohne ein Geschäft zu tun, weil manchmal ist das hier der einzige Ort, wo man so ganz kurz für sich sein kann, durch das, dass der Laden zu klein ist und wir einfach einen Haufen Mitarbeiter haben und uns dann auch noch so spalten und splitten müssen durch Corona, ist das manchmal der einzige Ort, wo man so 5 Sekunden, 5 Minuten seine Gedanken sammeln kann. Und dann zieht man sich sogar mal hierher zurück. Dann ein Wasserklosett für die Frauen und eins fürs Personal. Und das ist, sagen wir mal, die Mindestanforderung, die man braucht. Wenn man da mehr als nur 10, 15 Gäste irgendwann bei einem Turnier haben will. Und viele Läden sind dafür ja gar nicht ausgerüstet, weil die das ja auch nicht brauchen. Ne? Da gibt es bestenfalls eine Gästetoilette und eine fürs Personal. Also das war in der Tat, finde ich, Diskussionspunkt ist falsch. Das Thema, das man bei jeder Immobilie am schwierigsten einfach hatten. Ne? Also Sanitärobjekte, so wie wir es brauchen, die Anlage, hatte keine. Nee. Bis auf vielleicht ehemalige Fitnessstudios, die wir uns angeschaut haben, die dann aber preislich echt holla die Waldfee. Wären aber noch Duschen dabei dann, ne? Das genau, ja. Also wir haben uns schon echt viel angeschaut. Ich weiß, dass du wie ich uns einige Zeit immer im Auto rumgetrieben haben und haben dann versucht, die Locations zu finden, wenn keine Straße dabei stand, und haben dann Bilder gemacht und uns geschickt. Also es war nicht einfach. Und auch das, was es jetzt wird, war es am Anfang auch nicht. Nee. Aber da der Vermieter gut auf uns zugekommen ist, haben wir dort die Möglichkeit gefunden, um das so herzurichten, wie es für uns passt. Und hätte aber ohne unseren Vermieter hätte das nicht geklappt. Also wenn der dort nicht so auf uns zugekommen wäre, weil er uns halt wirklich gerne auch als Mieter haben wollte, weil er unserem Konzept und unserem Vorhaben, weil er daran glaubt, deshalb funktioniert es. Und selbstverständlich ist es auch nicht, muss man auch mal sagen. Viele wollen sich da wirklich komplett risikofrei halten und bringen sich da überhaupt nicht mit ein. Stimmt. Oh. War es nicht hier? Ja. Hier ist unser alter Laden. Der steht übrigens immer noch leer. Also das war die Nummer 1. Ich weiß, wie damals Daniel es zu mir gesagt hat, das wird's. Ja. Also die machen alles das, was wir auch gern hätten, Danny. Okay. Und dann 2 Wochen später oder eine Woche nach der Öffnung, ich arbeite jetzt da. Und er war so stolz und hat damals schon immer gesagt, irgendwas von leerstehenden Nettos. Und er dachte mir, was? Ist der Größe wahnsinnig? Wollen die, und jetzt, wo ich so Teil des Teams bin, kann ich das Ganze verstehen. Also, ja, gut, aber es hat die Zeit schon gebraucht. Ne? Aber ja, so hat es angefangen und das war ja auch nicht so der Plan, oder, dass das so groß wird, erstmal. Nee, geplant war es nicht. Das wäre jetzt unverschämt, wenn ich sagen würde, das war geplant. Man hofft es natürlich und man träumt, aber damals hätte ich mir das nicht so erwartet. Also, das war jetzt nicht der Anspruch, sondern. Das war eher so, wir gucken mal. Ne? So ein bisschen Lager, ein bisschen Büro und so, ne? Ja, sagst du. So ein bisschen und da eher so, so ein bisschen Platz fürs Hobby, so irgendwie. Ja. Gut, aber als es dann soweit war, dann war halt schon klar, dass man da dann soll es auch wachsen und nicht so klein bleiben. Hallo Steven. Hi. Warum ist unser Laden zu klein?
Weil wir zu viele Karten haben. Okay. Wie beeinträchtigt dich das in deiner Arbeit hier, dass der Laden zu klein ist? Das ist eine gute Frage. Meistens muss ich erstmal einen Platz freiräumen, weil wir halt echt manchmal ein bisschen wenig Platz haben. Für sich irgendwo ein Plätzchen zum Arbeiten zu suchen. Vor allem, wenn dann eine Lieferung kommt. Ja. Oder wenn dann halt mal noch jemand da ist, muss man sich erstmal einen Platz freiräumen. Und darum brauchen wir dringend einen neuen Laden, einen größeren. Definitiv. Alles klar, danke Steven, das reicht mir schon. Aber es hat ja nicht lang gehalten, also wir sind ja dann nach einem Jahr schon ausgezogen, als wir dann regelmäßig die Events gesprengt hatten und den Laden an die Kapazitätsgrenzen getrieben haben. Und wenn ihr bei Facebook in der Timeline ganz, ganz weit zurückscrollt, seht ihr noch Bilder von damals, da waren tatsächlich noch freie Flächen an den Wänden, dort haben noch, keine Ahnung, Poster gehangen oder irgendwelche T-Shirts, die wir dann an die Wand genagelt hatten, damit der White Space ein bisschen zugehangen wird. Und dann kam aber quasi wöchentlich dann ein neues Regal dazu und dann irgendwann noch Regale und noch Regale. Und hier noch ein Eck gefunden und da noch ums Eck gebaut und hier noch bis zur Toilette den Platz genutzt. Das wurde dann auch wöchentlich immer mehr, bis dann halt irgendwann nach ein paar Monaten wirklich gar nichts mehr ging in dem allerersten Laden. Aber das ist ja heute noch so, ne? Ob es der Kilian ist, der mit irgendeiner schrägen, guten Idee ums Eck kommt, mit irgendeinem neuen Farbregal und Sortiment, was neuen Platz braucht. Ob es der Daniel und ich sind, die einfach Platz und Freiraum zum Drehen brauchen. YouTube war am Anfang auch nicht so auf dem Schirm. Da wurde es noch immer hinten im Zwischenraum, wo so kurz zwischen Tür und Angel mit dem Handy-Video meistens. Ja. Und nicht, dass man hier Lichter aufbaut und Ton abstimmt. Und also es... Die Bären brauchen Platz für das, was sie vorhaben. Die Bären brauchen Platz, ja. Studio, Lager, immer ein Büro mit gescheiten Arbeitsplätzen für einen PC. Ja, das ist alles gewachsen und lässt sich alles nicht mehr so einfach zwischen Tür und Angel abfrühstücken. Das funktioniert nicht mehr. Also es wird auch bei der Größe, über die wir jetzt sprechen, in die es jetzt geht, wird es auch nicht mehr nötig sein, eine Burgherrenhalle zu mieten für ein Yugi-Event. Das machen wir alles dann zu Hause. Also so wie die Planung ist, weil also wir hatten letztes Jahr, kurz bevor der erste Lockdown kam, hatten wir ja nochmal eine Yu-Gi-Oh! Regionals angesetzt. Ne? Hatten dafür in Honecken die Burgherrenhalle gemietet, also das ist wirklich eine große Sporthalle. Und hatten dort, ich glaube, 150 Spiele hatten wir dann. Dass man einfach an einem Wochenende mal sagen kann, Jungs, wir haben hier Platz und Mädels, für 150, 200 Leute kommt mal zum Pokémon Pre-Release und gleichzeitig, weil das ja oftmals auch zusammenfällt, oftmals ist ja Pokémon und Yu-Gi-Oh! Am selben Tag, dass man sagen kann, okay, wir kriegen hier mal 40, 50 Mann pro Turnier zusammen, ohne dass dann halt die anderen Spieler nach Hause müssen, weil selbst wenn jetzt Yu-Gi-Oh! Oder Pokémon Pre-Release ist, die Magic-Spieler oder Weiß-Schwarz, sie sind ja trotzdem noch da. Genau, die wollen halt auch ihren Platz haben. Ja. Und den dürfen sie in der neuen Höhle dann haben. Es ist nicht mehr so, dass wir echt zu den Leuten sagen müssen, hier, ihr kommt um 11 und ihr seid um 3 fertig und um 4 kommen die nächsten 20. Es kann alles sehr viel familiärer und sehr viel gemütlicher werden, wie es nicht sowieso schon war. Ja, ja, genau. Kennt ihr das, wenn ihr im Restaurant seid und der Tisch muss frei werden, genau, weil in 10 Minuten schon der Nächste kommt, der den Tisch reserviert hat? So ähnlich ist es bei uns auch gewesen. Vor Covid, dass wir dann halt wirklich die Turniere planen mussten, dass man sagt, okay, das Yu-Gi-Oh! Turnier dauert in etwa so lang, dann müssen die dann anfangen, dass sie dann fertig sind, wenn die Pokémon-Spieler kommen. Und wenn die dann fertig sind, müssen die sich beeilen, dass die vor so viel Spieler kommen. Und auf Gott, was machen wir mit den Magic-Spielern, für die ist gar kein Platz mehr. Das war stellenweise halt echt eine Qual, das so hinzukriegen, dass man dort allen irgendwo ein bisschen gerecht wird. Ne? Und auch wenn dann halt an einem Wochenende sich die Pre-Releases ja, stauen, da hat man irgendwann gar keine Chance mehr. Gut, wir versuchen jetzt wöchentlich, zweiwöchentlich, das werden wir sehen, je nachdem, wie viel Content es in Bezug auf den neuen Laden gibt, vielleicht doch mal euch noch ein bisschen mit in unsere Brainstorming-Runde zu nehmen oder in die Planung und dann werdet ihr bis zum Laden, bis zur Eröffnung jetzt, ich sage jetzt mal so zweiwöchentlich, könnte machbar sein, ja, müssen wir immer schauen, mal wieder was von uns hören zum Thema neuer Laden. Alles klar, mach's gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.